Herzlich willkommen zu Däffner und Czapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Däffner, Dietmar Däffner. Und mein Name ist Czapitz, Holger Czapitz, Episode Nummer 9, lieber Däffner. So ist es. Und was für Zeiten, in denen wir leben. Spannend, Merkel. Ja. Merkel ist noch Kanzlerin. Ja, habe ich gesagt. Seehofer noch Innenminister, aber Deutschland aus der WM ausgeschieden. Und wenn ich mir das Ganze so anschaue, klingt das für mich eher nach einem Sommertheater, denn einem Sommermärchen. Und Deutschland so ein bisschen der schleichende Abstieg, lieber Däffner. Ich stelle jetzt erstmal fest, dass ich auf sicherem Weg bin, weitere Wetten zu gewinnen. Zum Beispiel Merkel-Wette. Ich habe gewettet, bis zum Jahresende ist sie noch Kanzlerin. Und jetzt hat sie natürlich einen entscheidenden Punkt gemacht. Und damit wird sie auch bis zum Jahresende noch Kanzlerin sein. Da haben wir noch ein paar Monate. Ob sie dann noch einen Innenminister namens Horst Seehofer hat, das ist eine andere Frage. Vielleicht findet der irgendwo wieder ein Gänseblümchen und spielt dann wieder: Ich trete zurück, ich trete nicht zurück, ich trete zurück, ich trete nicht zurück. Mit dieser Aktion Sonntagnacht hat er sich ja endgültig, dieser Seehofer, zum Vollhorst gemacht. Aber gut, wir sind gespannt, was da weiter passiert. In der Tat ein großes Theater, das die Koalition da aufführt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Koalition noch irgendeine gute Sacharbeit machen kann. Das einzige Kalkül, was sie zusammenhält, ist, dass sie keine Neuwahlen jetzt im Bund wollen. Und das ist alles, was sie zusammenhält. Und selbst das Ausland schüttelt ja den Kopf. Wenn du dir angeguckt hast, wie der Euro gestern gestiegen ist, da gab es diese Seehofer, mal hoch, mal runter, je nachdem, was Horst gesagt hatte. Und das ist ja völlig absurd. Absolut. Und ein Zitat möchte ich noch sagen, das heute Gabor Steingart geschrieben hat. Und das bringt, glaube ich, dieses Ergebnis, was da jetzt rausgekommen ist, gut auf den Punkt. Ein Ergebnis, das in seiner Luftigkeit an ein Sahnesoufflé erinnert. Und der politischen Kultur und der Autorität der Akteure hat es keinen Dienst erwiesen. Das hast du aber schön gesagt. Ja. Und aber es ist ein Kompromiss. Und wie immer in der Politik muss man einfach Kompromisse finden, um weiter regieren zu können. Deswegen wird auch diese Koalition weiter regieren. Erstmal anfangen zu regieren. Das stimmt auch wieder. Und übrigens nicht umsonst haben alle führenden Wirtschaftsverbände in Deutschland, die vier ganz großen, letzte Woche wirklich der Koalition sozusagen eindringlich ins Stammbuch geschrieben, dass sie sich jetzt endlich mal einigen sollten und dass sie endlich mal anfangen sollten zu arbeiten und die dringenden Probleme, die wir in Deutschland haben, anzupacken. Haben da sind wir uns sehr wohl einig. Also da bin ich mit meiner Wette ja gut unterwegs, dass Deutschland, das Wirtschaftswachstum von 1,8%, was wir ja gewettet haben, das wird mit dieser Regierung, mit dieser Koalition nicht zustande kommen. Lieber Dietmar, also da sehe ich mich auf guten Weg. Dann Wege. Ist aber wiederum der Einfluss der Koalition auf das Wirtschaftswachstum doch wieder begrenzt, vor allem in der kurzfristigen Natur, das wissen wir auch beide. Ja. Aber eins noch, weil du gerade Deutschlands, ja, wir müssen natürlich über Fußball reden, ist doch ganz klar. Deutschland in der Vorrunde rausgeflogen. Wer hat das so in etwa vorausgesagt? Ich habe in unserer WM-Folge darauf hingewiesen, dass wir die letzten Weltmeister alle in der Vorrunde ausgeschieden sind. Und du kamst hier mit deinen schlauen Analystenstudien daher. Goldman Sachs hat Deutschland als Vize-Weltmeister gesehen. Deine große Studie, auf die du alles geschworen hast. UBS hat Deutschland sogar als Weltmeister gesehen. Also es lehrt auch mal wieder dieses Ausscheiden, dass Analysten meistens daneben liegen und liegen, vor allem wenn sie über Sport reden, über Felder, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. Ach, Dietmar, meine Wette ist noch gültig. Brasilien hat gewonnen gegen Mexiko. Insofern, das war ja mein Tipp und du bist nicht auch nicht so schlecht mit Frankreich. Mit Frankreich liege ich sehr gut. Die haben Messi nach Hause geschickt und spielen richtig auf. Brasilien hat ja schon ein paar Schwächen auch, ja? Wir werden das weiterverfolgen. Das wird unsere erste Wette sein, die wir hier dann sehen können, ob jemand gewinnt damit. Ach ja, und noch eine Wette, die so gut wie sicher gewonnen ist. Welche denn? Die Tesla-Wette. Ja? Tesla-Aktie ist weiter gestiegen, vor allem deswegen, weil Tesla sein Produktionsziel jetzt Ende Juni geschafft hat, was Herr Czapitz immer bezweifelt hat. Ja, für ihn war das ja immer eine Luftnummer, aber Tesla hat verkündet, dass sie 5000 Model 3 in einer Woche jetzt produziert haben, sogar 5031 und zusätzlich nochmal knapp 2000 der Modelle S und X, also 7000 Autos, 7 Tage hat Elon Musk, der Firmenchef, getwittert. Und das Lustige, hast du gestern die Reaktion am Montagabend darauf gesehen? Erst stieg die Aktie um 6%, weil wahrscheinlich irgendwelche Computerkaufprogramme die Aktie hochgekauft hatten. Irgendwann haben dann Menschen sich da durchgelesen, was da wirklich drin war. Und dann ist die Aktie gefallen um 2%. Nein, das ist das berühmte Sell on Good News. Das ist nicht Sell on Good News. Buy the rumor, sell the fact. Nein. Eine ganz alte Börsenweisheit, das passiert immer. Gewinnmitnahmen, wenn die Nachricht dann tatsächlich rauskommt. Die Leute haben einfach gesehen, wie ist dieses Ziel zustande gekommen. Und er hat einfach nochmal ein Zelt aufgebaut und hat 24 Stunden die Leute an diesen Dingern schrauben lassen und hat so das Ziel. Glaubst du, dass du mit dem Zelt und 24 Stunden rund um die Uhr Arbeit es schaffst, das dauerhaft zu erreichen? Kein Mensch kann mir das erzählen. Dann
auch mal so eine Fabrik drüber stellen, wo jetzt noch ein Zelt steht. Und es ist wieder jemand, ein flexibler Unternehmer. Ja, das zeigt halt Kreativität, Flexibilität, die Elon Musk an den Tag legt und das beweist er in vielen anderen Bereichen. Aber das zeigt, dass er keine technische Expertise hat und es nicht geschafft hat, mit seiner automatisierten Fabrik das zu machen. Das kommt schon noch, keine Angst. Und gestern ist der Ingenieurschef zurückgetreten. Also mich wundert es schon. Das kommt schon noch, keine Angst. Mach dir mal keine Sorgen. Diese Wette gebe ich noch nicht verloren. Musk liefert, er hat diesmal auch geliefert, manchmal etwas kreativ in den Maßnahmen. Ja, er liefert. Vor einem Jahr hat er geschrieben, wir schaffen 200.000. Vor einem Jahr, ich mir die Tweets nochmal angeschaut. Und das war jetzt wieder so ein Tweet, wo er geschrieben hat, 7.000 in 7 Tagen. Ja, die hat er jetzt geliefert. Hallo, ja, das ist ja wohl aber ein Fakt. Wie er sie geliefert hat. Er hat nochmal bekräftigt, im nächsten Monat gibt es dann 6.000 pro Woche. Also man steigert sich langsam. Gut. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und auch Autohersteller wie Ford und andere hatten zwischenzeitlich mal Probleme. Aber also, das Entscheidende ist doch, sie sind jetzt auf dem Weg und jetzt haben sie das Know-how, wie man diese Fertigung stemmt und dann ist ein Zelt, die anderen wurden nicht im Zelt. Eine Montagereihe wurde in diesem Zelt erstellt. Ja. Da kann man auch leicht ein Hallendach drüber bauen. Okay. Das ist überhaupt keine Kunst. Ja, das automatisierte Fabrik ist leider hingestellt. Mach dir keine Sorgen. Hast du euch mal die anderen Modelle angeguckt? Da gibt es Rückgänge. Aber sei es drum. Wir gucken weiter auf die Aktie und ich gebe mich noch nicht geschlagen. Aber in einer Sache läuft es für mich sehr gut. Deutsche Bank, die ist ja durch einen Stresstest gefallen und da fiel die Aktie unter 9 sogar. Und wir hatten ja die Wette. Moment mal, am Freitag, nachdem der Stresstest rauskam, ist die Aktie gestiegen und zwar um bis zu 3,5%. Oh, bei Deutsche Bank ist das ja schon eine Rallye. Sie ist in der Woche vorher auf ein neues historisches Tief gefallen. Das ist richtig. Und in der Tat ist sie von meinem Wettziel 10 Euro weit entfernt. Aber jetzt ist dann endlich auch mal dieser Stresstest durch. Es hat ja auch kein Mensch damit gerechnet, dass sie den bestehen. In der Tat sind sie da mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Und wir waren übrigens zu Besuch mit unseren Volontären. Sieht das aus wie ein Casino? Wenn man den Stresstest durchgelesen hat, dachte man, das wäre eher ein Casino als eine Bank. Und da kamst du dann rein, da waren lauter so Slot-Machines oder wie war das? Erzähl's mir. Nein, Entschuldigung, Dina. Erzähl's mir. Übrigens, eine Kollegin hat darauf hingewiesen, dass du mich nicht so oft unterbrechen sollst. Ja? Okay, dann nö. Ein kleiner Ordnungsruf an dieser Stelle. Also ich bitte wollte erzählen, dass wir Bank am Freitag, also am Tag Erlebnis nach dem Stresstest, Schnauze, Schäbitz, ja. Also, wir waren am Freitag nach dem Stresstest mit unseren Volontären, den Nachwuchsjournalisten von Weltfernsehen und die Kollegen vom Sat.1 Frühstücksfernsehen, die ja auch zu unserer Familie gehören, waren auch mit dabei. Den habe ich die EZB gezeigt. Ja, da haben wir auch viel über Geldpolitik diskutiert. Ja, haben wir an dieser Stelle auch schon. Und die jungen Nachwuchsjournalisten haben sehr smarte Fragen gestellt, zum Beispiel auch nach der Rolle der Feuerwehr der EZB und ihre Bedenken da geäußert. Also ich war sehr stolz auf den Nachwuchs. Aber wir waren vor allem auch bei der Deutschen Bank und dort haben wir sozusagen einen kleinen Fall von Krisenkommunikation am praktischen Fall. Beispiel. Das ist der Dauerfall. Praktischen Beispiel erlebt. So. Wir haben wirklich sehr spannende Einblicke bekommen, wie man dann mit so einer Nachricht umgeht. Und die Deutsche Bank und die Kommunikationsabteilung war selber überrascht, auch von der Härte, wie die FED sozusagen diesen Stresstest-Dings begründet hat. Und es war ja das einzige Institut von 35, das durchgefallen ist. Ne? Also da war man schon pikiert und sagt natürlich auch ganz ehrlich, da kann man aus so eine schlechte Nachricht, kann man auch nicht in eine gute Nachricht verwandeln, ist ganz klar. Man muss einfach offensiv damit umgehen, muss ich den Fragen stellen und der Deutsche Bankchef Christian Sewing war dann an dem Tag noch bei den amerikanischen Kollegen von CNBC beim Interview und ja, auf jeden Fall mussten die Kollegen da in der Presseabteilung sehr hart arbeiten, die ganze Nacht durcharbeiten, das ist ganz klar, dass man da viel zu tun hat und viele Fragen zu beantworten das hat. Ist schön. So viel zu diesem Eindruck. Und bei der Deutschen Bank? Wir waren übrigens auch an der Börse. Echt? Und ja, auch da die jungen Leute. Waren die 15.000 an der Tafel? Ich bin wieder lästerlich, Dietmar. Das ist ja unsere andere Wette. Ich meine, auf dieser Basis, 15.000. Ja. Wir können es auch lassen, zu diskutieren. Ich wollte einfach nur erzählen, dass die jungen Leute sich auch ein bisschen für Aktien begeistert haben lassen. Ja, cool. Ja. Und vielleicht schaffst du es dann, wenn dann die ganzen Volontäre den DAX kaufen, dass wir dann bis auf 15.000. Wir haben heute DAX übrigens 30 Jahre, da wollen wir drüber reden. Wir haben ja auch wieder, das war jetzt so ein bisschen der Nachklapp unserer alten Themen, die offen sind, unsere Wetten, die offen sind. Und ansonsten haben wir weiter unsere zwei Schwerpunktthemen, die wir heute diskutieren wollen. Einmal ist es der DAX, der 30 Jahre alt geworden ist und einmal ist es die Netflix-Aktie und Firma, das Geschäftsmodell. Und jeder von uns hat wieder einen Bullen und einen Bären, wo er ohne anschließende Diskussion den Daumen heben und den Daumen senken kann. Und du hast einen ganz tollen Bullen. Ich glaube, du solltest
öfter Kirschenpflücken gehen, ja, da kommst du nicht so auf dumme Gedanken. Das ist, genau. Ah, ja. Der Bulle der Woche geht bei mir an meinen Schrebergarten. Da ist nämlich die höchste Dividende seit Jahren zu verzeichnen bei meinem Schrebergarten. Und zwar geht es um die Kirschernte, die einen Rekord aufgestellt hat. Hab mit den Kindern in den Bäumen gesessen und man brauchte eigentlich nur pflück, 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 pflück machen. Das ging alles ganz automatisch. Und Grund ist, das warme, trockene Frühjahrswetter. Und deswegen sind die Kirschen so gut geworden in diesem Jahr. Und es gibt auch demnächst Brombeeren. Auch da wird es Rekordernte geben. Und es gab dazu auch Zahlen, passend vom Statistischen Bundesamt. Das hat nämlich gemeldet, dass die Süßkirschernte in diesem Jahr voraussichtlich um 49% höher ausfallen wird. Und jetzt gibt es wieder das klassische Poser-Wissen, damit auch jeder weiß, wie viele Kirschen werden denn geerntet in Deutschland. Es sind 44.292 Tonnen. Und die meisten Kirschen werden in Baden-Württemberg gepflückt, aber der höchste Ertrag je Hektar ist in Nordrhein-Westfalen und der niedrigste in Mecklenburg-Vorpommern. Tja. Und was magst du mit deinen ganzen Kirschen? Kirschmarmelade? Weil die kannst du ja nicht auf einmal selbst essen. Nein, also die Frau hat entkernt und hat dann auch entsternt für die mit den Sauerkirschen. Da haben wir auch Marmelade draus gemacht. Mhm. Ich gebe zu, ich bin nicht so ein Entkernfreund. Und die Süßkirschen haben wir auch an die Kollegen verteilt. Ah, und die haben da auch. Ich habe ja noch keine bekommen. Ja. Okay, dann muss ich den Defner auch mal deine Dividende. Ja. Ich werde auch ein bisschen Dividende ausstellen. Das ist auf jeden Fall sehr lecker. Also wie gesagt, der Schrebergarten, mein Bulle der Woche. Und du hast einen, auch aus persönlicher Erfahrung, ein Bär der Woche. In der Tat, jetzt auch ganz aktuell zum 1.7. Mir flatterte neulich eine Post von meiner Krankenversicherung ins Haus, meiner privaten Krankenversicherung, die Continentale, an dieser Stelle auch gleich mal namentlich genannt, mit einer wirklich, also ich da musste echt dreimal hinschauen, um das zu glauben, die Erhöhung des Monatsbeitrags, also all inclusive, ne, Pflege und was auch alles so mit drin ist, ne, Zahn und so weiter, von bisher 615 Euro im Monat auf 719 Euro in einem Sprung, ja, mitten im Jahr, noch nicht mal zum Jahresende. Am Jahresende gab es, glaube ich, auch schon eine Erhöhung, die war nicht so saftig, aber diesmal in einem Schlag um 16% nach oben, muss man sich mal vorstellen. Und die Begründung war irgendwie lapidar, weil die erforderlichen Versicherungsleistungen abweichen von den kalkulierten. Deswegen wurden die Beiträge jetzt mit Zustimmung des unabhängigen Treuhänders angehoben. Toll, diese unabhängigen Treuhänder. Und das zeigt einfach mal wieder das Problem bei der privaten Krankenversicherung, dass man als Kunde ja dieser Erhöhung jetzt einfach willkürlich ausgeliefert ist. Ich habe ja keine Chance, zum einen wieder zurück in die gesetzliche Krankenversicherung zu gehen. Der Weg ist sowieso versperrt. Aber man hat auch keine wirkliche Chance, zu einem anderen, günstigeren Anbieter zu wechseln, weil es die sogenannten Altersrückstellungen gibt. Da hat man also jahrelang sozusagen angespart, damit man im Alter dann einigermaßen erträgliche Beiträge kriegt. Und die würden ja verfallen, wenn man wächst. Also deswegen ist man auf Gedeih und Verderb seinem Anbieter ausgeliefert und der kann quasi, wie er Lust und Laune hat, die Beiträge erhöhen. Okay, da gibt es noch diesen Treuhänder, aber auf was der achtet, das ist für mich wirklich ein großes Rätsel. Also der Bär der Woche für die kontinentale Krankenversicherung und im Prinzip für das ganze System der privaten Krankenversicherung. Also ich würde echt gerne darauf verzichten, irgendwie beim Arzt schneller behandelt zu werden und lieber vernünftige Beiträge haben. Das ist für eine Person. Ja? Also wenn man auch Kinder hat, dann ist man ja wirklich ruiniert. Ja, ja, ich habe das bei uns. Ist das so? Ich habe Kinder, ich bin auch privat versichert, aber ich habe nicht die kontinentale. Also insofern und die wirtschaften besser. Insofern, ich habe auch regelmäßig Erhöhungen, aber nicht so schlimm wie du. Also das klingt wirklich. Als ich bei dir, das war früher die Mannheimer, die waren am Anfang, haben die gut gewirtschaftet. Du kannst ja immer nur einen Track Record, also wie sie früher die Beiträge angehoben haben, da war das alles okay. Und plötzlich irgendwann, aber das ist nie eine Garantie, ne? Die Entwicklung der Vergangenheit für die Entwicklung der Zukunft. Bist du in so einem Tarif drin, so einem vergreisenden Tarif, dass keine neuen Leute reinkommen? Das ist nämlich das Fiese. Es gibt so Versicherungen, die machen so extra Tarife und dann kommen keine jungen Leute mehr rein, die ja günstiger sind, sondern dann bleiben die Menschen unter sich, werden immer älter und es wird immer teurer. Ja, und das ist der Nachteil, was ich sehe. Deswegen sollte man bei einer privaten, also wenn man es wirklich machen sollte, immer bei einer privaten gucken, ist es ein Tarif, wo immer wieder neue Leute reinkommen, also wo auch die Risiken gut bleiben, oder ist es so einer, wo dann nur noch alte Menschen unter sich sind und die Erhöhung reinkommt. Was soll jetzt diese irgendwas auf Verkreisung? Also ich weiß, das verstehe ich an dieser Stelle überhaupt nicht. Nein, ich habe nur darauf hingewiesen, wie das System private Krankenversicherung funktioniert. Ja, und, auf jeden Fall ist es eine Blackbox und es ist ein unkalkulierbares Risiko, eine private Krankenversicherung, würde jedem davon abraten. Da macht man lieber, wenn man Zusatzleistungen haben möchte, irgendwelche Zusatzversicherungen, auf was einem auch immer wichtig ist, und bleibt schön in der gesetzlichen. Ja.
Das würde ich. Jetzt hat das deutsche Gesundheitssystem eins drauf bekommen. Jetzt kriegt von mir der Bär der Woche. Glaubst du es? Ist das deutsche Bildungssystem. Also wir haben das Gesundheitssystem heute abgemeiert und jetzt kommt das deutsche Bildungssystem von mir. Und zwar sind es auch zwei Erfahrungen, die ich gemacht habe. Die eine Erfahrung ist, dass unser Erstgeborener, der erste große Sohn, kommt jetzt auf die weiterführende Schule. Und wir haben eine Schule gesucht und sind dann auch fündig geworden. Ganz toll. Es war aber jetzt kein Gymnasium, sondern eine ganz normale Sekundarschule. Und da merkt man, wie in Deutschland noch separiert wird. Nämlich, es waren lauter bildungsferne Menschen da mit Tätowierungen und dann war der Mensch, der neben mir saß, hast aber keine stellte sich vor, ne? Und sagte, mein Name ist Schmidt mit DT wie Damentoilette. Und der hätte von mir sein können. Wunderbar. Finde ich lustig. Aber das war das eine Erlebnis, was ich hatte. Gut, das war jetzt nicht unsere Schule. Obwohl, das ist ein tolles Kollegium. Also wirklich ein Riesen. Aber das gesamte Publikum, nur weil es kein Gymnasium ist oder weil es einfach nur eine Sekundarschule ist, wird separiert. Und das ist einfach wirklich frustrierend. Das zweite Erlebnis ist, dass mich jemand fragte, wie heißt denn die deutsche Bildungsministerin? Wüsstest du, wie sie heißt? Ehrlich gesagt, die ist ja neu im Amt, ne? Mal schauen, ob man sie sich merken muss, ja. Willst du wissen, wie sie heißt? Sie heißt, ich muss ja auch auf meinen Zettel gucken, weil ich es immer noch nicht weiß. Sie heißt Anja Karliczek und sie ist sie ist wissenschaftsfern. Sie hat mit Wissenschaft noch nicht so viel zu tun gehabt. Und warum ich jetzt das als Frustrationserlebnis hatte, es gab eine OECD-Studie, da ging es darum, wie ist der soziale Aufstieg und die soziale Mobilität in Deutschland. Und da stehen wir fast ganz hinten. Und zwar wird 55% des deutschen Einkommens der Eltern auf die nächste Generation vererbt. Und damit sind wir hinter Amerika, damit sind wir hinter ganz vielen Menschen. Also das Einkommen der Eltern bestimmt das Einkommen der Kinder. Und sie spielen also in der gleichen Einkommensliga und es gibt überhaupt fast keine Chance, nach oben aufzusteigen. Übrigens auch von oben nach unten, das ist ja auch soziale Mobilität. Auch das ist in Deutschland ganz selten. Und dann war der zweite Chart in dieser OECD-Studie, warum ist das so? Und da sah man aufgetragen auf der einen Seite dass die Bildungsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt und auf der anderen Seite sah man diese Mobilität und man sah, dass Deutschland gerade mal 4,5% der Wirtschaftsleistung für Bildung ausgibt, wo andere viel mehr ausgeben, also beispielsweise Schweden oder Finnland geben 7% aus. Und das ist einer der Hauptgründe und dass sie sich so einfach lösen, einfach mehr dafür ausgeben und vielleicht einen Teil dieser Überschüsse, die wir haben, nicht für neue Renten ausgeben oder für sonstige Erhöhungen, sondern einfach mal ins Bildungssystem. Und vielleicht macht das Anja Karliczek, die kommt irgendwas aus Ippenbüren. Wusstest du, wo das ist? Bin ich absolut bei dir. Aber du stimmst mir zu. Ja, und deswegen nur ein kleiner Hinweis, bevor du jetzt wieder behauptest, Merkel ist schuld oder sowas. Ja, oder die neue Bildungsministerin mit dem unaussprechlichen Namen. Aber die können das tun. Ja, die können es tun, aber du weißt schon, dass Bildung Ländersache ist und wir in einem föderalen System, was auch ein Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung ist, dass eben jedes Bundesland auch wieder seine eigenen Schul- und Unisysteme hat und Uniabschlüsse und so weiter und so fort. Der Koalitionsvertrag? Da wäre es auch viel besser, wenn das da mehr auf Bundesebene dann letztendlich verlagert werden würde. Und ja. Im Koalitionsvertrag sind 10 Seiten dazu. Sind 10 Seiten zur Bildungspolitik drin. Ja, wir hoffen mal, dass Frau Karliczek, die aus Ippenbüren kommt, was übrigens in Nordrhein-Westfalen liegt. Bildung ist Ländersache. Ja, aber und deswegen kann der Koalitionsvertrag geht Gesetze um die Bundesregierung. Kann man ändern, lieber Dietmar. Das, nein, dann musst du die Politik. Verfassung ändern. Ja, ja, das könnte man auch machen. Ja, dann das ist möglich. Bring es doch mal einen Eintrag rein. Es ist möglich, wenn man feststellt, ja, das Bildungssystem schlecht funktioniert, dass man es ändert. Aber ja, gut, bin ich das dafür. Ist Politik. Meine Stimme hast du, Stimme hast du. Kannst dir mal ein Volksbegehren oder sowas starten hier. Ach, schön. So, was Bulle hast der du Woche. Für Bulle? Ja, ich habe auch einen Bullen der Woche. So, und um das Thema Börse und Aktien hier nicht ganz runterfallen zu lassen, mal wieder eine spannende Aktien, spannendes Unternehmen. Da gibt es auch einen aktuellen Aufhänger, die chinesische Tesla sozusagen. Der chinesische E-Autobauer BYD, das steht für Build Your Dreams. Ja. Dieser Autobauer baut jetzt die weltgrößte Batteriefabrik in China. Er baut also seine Kapazitäten für Lithium-Batterien weiter aus und ist neben Tesla übrigens der einzige Autohersteller, der die Batterien selbst produziert. BYD ist Marktführer für Elektroautobatterien in China. Die bauen außerdem noch Elektrobusse und Elektro-LKW und natürlich Elektro-PKW und daneben auch noch Solarzellen und seit neuestem auch noch autonom fahrende Monorails. Das sind eben solche Züge auf einspurigen Schienen, ja.
Okay. Und bei dem Unternehmen ist 2008 übrigens der US-Investor Warren Buffett, also mein großes Idol, der erfolgreichste Investor der Welt, eingestiegen. Sein Anteil, der liegt heute noch bei 8,25%. Und sie haben auch ein interessantes neues Produkt, einen Elektro-Crossover, so einen kleinen SUV also, der rein elektrisch fährt, eine Reichweite von 300 Kilometern hat. Das ist für ein kleines Elektroauto sehr, sehr gut. Und der dann umgerechnet nur 10.500 Euro kosten soll. Das sind also Elektroautos, mit denen man wirklich sozusagen den Markt aufbrechen kann für E-Autos. In China wurden ja auch Quoten eingeführt. Also ich denke mal, dass die da gute Chancen haben und vor allem die Elektrobusse, die sind weltweit gefragt. In vielen Metropolen sind die unterwegs und immer mehr Metropolen auch in Deutschland entdecken ja nach dem Dieselfahrverbot und nach der Dieselproblematik, dass man zumindest im Stadtverkehr bei Elektrobussen und so weiter da umsteigen könnte und sollte, dass eine Kommune da mit gutem Beispiel vorangehen sollte. Dafür bietet BYD gute Chancen und die Aktie, die ist übrigens ziemlich unter die Räder gekommen in diesem Jahr, hat 30% verloren, weil in China die Sanktionen für E-Autos gekürzt wurden und deswegen ist das möglicherweise jetzt ein Schnäppchenkurs, wo man auch wieder einsteigen kann. Immer auf eigenes Risiko, versteht sich. Wunderbar. Und Dietmar ist bald der zweitgrößte Aktionär hinter Warren Buffett. Nein. Na, schön wär's, dann wäre ich ja auch nicht mehr hier, müsste ich mich mit dir nicht mehr rumärgern. Also. Aber du weißt, China, da haben wir gerade so einen richtigen Absturz. Das ist erinnert an 2015. Deswegen sind die Preise ja günstig. Hallo, man muss ja kaufen, wenn es günstig ist, nicht wenn es teuer ist. Ja? Wahrscheinlich kauft Warren Buffett gerade nach, weil der nutzt ja gerne solche Schnäppchenpreise. Wie zum Beispiel bei Apple im ersten Quartal, das mal runterging mit der Aktie, da hat Warren Buffett dann zugeschlagen. Oh, der Shanghai Composite, der 25 Monatstief. Wow, also China ist gerade wirklich gerade ausverkauft. Aber man weiß nicht, wie es ausgeht. Genau. Man weiß nicht, wie es ausgeht, aber kaufen wir den Kanonendonnern. Ja? Sehr schön. Und wir sind gerade im Handelskrieg. Und da donnern sozusagen die Handelskanonen. Und ja, das sind dann eben möglicherweise Einstiegschancen. Da kann es immer noch mal 10% runtergehen. Das weiß man nie. Aber am Ende wird ja alles gut, wie wir wissen. Und wir feiern jetzt 30 Jahre, glaube ich. Unbedingt, ja. Ja, also Dietmar, der Geburtstag wurde ja auch etwas verhagelt, muss man sagen, durch die diversen politischen Börsen, vor allem dann durch den Koalitionsstreit am gestrigen Montag. Aber trotzdem ist es ein Grund zum Feiern und deswegen sagen wir Happy Birthday DAX. Der deutsche Aktienindex, er hat am 1. Juli offiziell seinen 30. Geburtstag gefeiert. Der DAX ist sozusagen seit 1988 eben das Spiegelbild für die Entwicklung der 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland und hat sich fest etabliert als Leitindex auch der deutschen Wirtschaft. Der DAX ist übrigens ein Performance-Index, das heißt, das ist ungewöhnlich, die meisten anderen Indizes weltweit wie der Dow und andere sind Kursindizes. Beim Performance-Index, da werden die Dividendenzahlungen berücksichtigt und die Kursentwicklung dieser 30 Unternehmen und das ist eigentlich der faire Index, weil man so einfach ganz klar die Rendite des Investors abbildet, denn der kriegt ja eben die Dividenden ausbezahlt und hat auch an den Kursgewinn oder Verlusten natürlich dann seinen Anteil. Die 30 DAX-Titel, die machen 80% der Gesamtmarktkapitalisierung aller börsennotierten Unternehmen in Deutschland aus, also ziemlich viel. Es gibt mittlerweile viele Produkte auf den DAX, zum Beispiel ETFs, 17 an der Zahl, Exchange-Traded Funds, mit denen man eben ganz einfach in den DAX investieren kann mit geringen Gebühren. Mehr als 17 Milliarden Euro sind auf diese Weise bereits im DAX angelegt. Der DAX ist dann sozusagen offiziell gestartet am 1. Juli 1988 bei 1.183 Punkten. Zurückgerechnet zum 31.12.97 waren es 1.000 Punkte. Warum man eigentlich nicht am 1. Juli mit 1.000 angefangen hat, das ist mir auch immer noch ein Rätsel, könnte man besser rechnen. Er hat sich aber seit diesen 1.183 Punkten bis zum sozusagen Geburtstag bis zum 30. Geburtstag verzehneinhalbfacht. Und das heißt eine Rendite von über 8%, 8,2% pro Jahr. Und da sieht man mal wieder, was man langfristig mit Aktien verdienen kann. 8,2%. Wer kriegt das bei irgendeiner festverzinslichen Anlage? Da muss man schon hochriskante Griechenland-Anleihen zu Krisenzeiten kaufen. Ich dachte, Griechenland wäre der Renner. Ja, nein, aber ich sag nur, 8,2%. Das müssen die Leute einfach mal mit ihrem Sparbuch vergleichen oder mit anderen Anlageformen. Und werden sehen, das ist einfach konkurrenzlos. Das kriegst du auch bei keiner Immobilien als Mietrendite und nirgends. 8,2% auf lange Sicht ist das drin. Und weil die Leute immer sagen, Aktien sind so gefährlich, da verliert man Geld. Und selbst wenn du zu den
Punkten eingestiegen bist. Es gab in DAX keinen 15-Jahres-Zeitraum, egal wann man eingestiegen ist. Wenn man wirklich kurz vor dem Crash eingestiegen ist, ist man nach 15 Jahren wieder im Plus gewesen und nach mehreren Jahren dann eben noch deutlich im Plus. Und ja, das einzige Manko ist eben an der Geschichte, dass die Deutschen nicht mehr dabei sind, weil nur 16% der Deutschen direkt oder indirekt Aktien halten. Und das ist leider sehr, sehr schade. Und die Folge davon ist, dass über 50% der DAX-Aktien unserer deutschen Vorzeigeunternehmen in ausländischer Hand liegen. Und das ist ein ganz, ganz großes Manko. Ich meine, wir jammern über den Ausverkauf der deutschen Wirtschaft, wenn mal wieder ein chinesischer Investor einen deutschen Mittelständler kauft. Aber dass die größten deutschen Unternehmen in ausländischer Hand mehrheitlich sind, ja, das macht uns nichts aus. Und deswegen sollten einfach mehr Anleger, Privatanleger und auch Versicherungen, auch Krankenversicherungen, damit sie mal ein bisschen rentierlicher ihr Geld anlegen und mir nicht immer ständig Beitragserhöhungen schicken müssten, ihr Geld in DAX-Aktien anlegen. Ach, ja, mit einem Sparplan von 20 Euro pro Monat, in einem ETF-Sparplan bei einer Direktbank ist das mühelos möglich. Und das habe ich übrigens auch unseren jungen Leuten an der Börse gesagt, ja. Früh dabei sein, langfristig dabei sein und ein kleines Vermögen aufbauen. So. Jetzt muss ich Wasser in den Wein schütten. Jetzt muss ich ja Wasser in den Wein schütten. Das ist ja auch meine Rolle. Ich gratuliere natürlich auch zum Geburtstag. Man muss fairerweise sagen, die 8,2% gibt es ja vor Steuern und leider gibt es sie. Ja gut, aber das hast du überall. Auch bei 0,5% Sparbuchzinsen musst du auch nochmal 25% abgehen. Ja, aber bei Immobilien beispielsweise hast du nach 10 Jahren die Spekulationsfrist. Da gibt es noch eine Spekulationsfrist. Nein, aber deine Mieteinnahmen musst du halten. Ja, die Mieteinnahmen schon. Aber Mieteinnahmen musst du versteuern. Wenn du aber Immobilien flippst, also wenn du sagst, ich kaufe heute und verkaufe in 10 Jahren, dann hast du es steuerfrei. Aber wir wollen die ja nicht Gewinne. Das wäre übrigens auch ein Punkt. Ja, ja. Das ist die unfaire Behandlung von Aktien. Ja, also es wird dringend nötig, dass die Politik hier einfach den Aktiensparen auch unterstützt und eben auch sagt, zum Beispiel, wenn man wirklich langfristig über ein ETF investiert, dass man nach 10 Jahren oder sowas dann einfach die Gewinne auch steuerfrei kriegt. Das ist absolut nötig. Und es ist sogar noch verschlechtert worden. Und die ETFs haben das Problem jetzt sogar noch, dass sie den DAX gar nicht mehr richtig abbilden können, weil die Dividende sofort abgeschöpft wird und deswegen kannst du nicht mehr sagen, oh, der DAX steht heute bei, weiß ich nicht, 12.000 Punkten und deswegen ist auch mein ETF auf dem Niveau, sondern das ist halt, es ist unangenehm geworden und die Politik tut nichts dafür, aber jetzt muss ich trotzdem noch weiteres Wasser in den Wein schütten. Gieß mir auch mal Wasser ein hier. Du hättest mit dem Dow Jones beispielsweise 11% machen können, also der DAX ist jetzt nicht das Maß der Dinge, das muss man sagen. Du hättest sogar mit dem Schweizer Index SMI 9% machen können, selbst mit Indien 10% und mit dem Hang Seng 11%. Also der DAX ist jetzt nicht unbedingt der glorreichste Index. Okay, dazu muss ich es aber sagen, es ist ein Vorteil, wenn man im eigenen Land investiert, weil man dann wenigstens kein Währungsrisiko hat. Wenn man schon das Aktienrisiko eingeht, wenn man jetzt in den Dow Jones einzahlt, dann kann man natürlich möglicherweise davon profitieren, wenn sich der Dollar zu seinen Gunsten entwickelt. Man kann aber auch sehr stark darunter leiden, wenn der Dollar in die andere Richtung geht und frisst dann schnell die Aktiengewinne auf. Also und wir müssen weitere Punkte ansprechen. Wir hatten vorhin das Thema ja Vergreisung bei der Krankenversicherung und auch der DAX leidet unter Vergreisung. Weißt du, wie alt die 30 Firmen im Schnitt sind? 124 Jahre haben die auf dem Buckel. Ja, Moment mal. Das ist ja ein gutes Beispiel Kinder dafür. Kinder der industriellen Revolution. Man muss es sagen, das ist BASF 1863 oder Siemens 1847 oder der jüngste Sprössling ist fast 30 Jahre, das ist Pro7 Sat.1. Die sind schon wieder draußen. Die sind wieder draußen. Ja, natürlich. Verdammt, die sind rausgefallen. Siehst du, es geht ja auch ganz schnell, dass man raus und rein fliegt im DAX und das ist auch der Vorteil eines Index und das ist auch der Vorteil eines Index-Investments, dass sich dieser Index ja immer wieder erneuert und auf der anderen Seite so Langläufer wie Siemens oder BASF einfach immer wieder sich wandeln und geschäftskonkurrenzfähig bleiben, neue Geschäftsfelder entdecken und dann zeigt das ja auch wieder, dass man eben mit Aktien auch langfristig Geld verdienen kann und langfristig sein Geld gut angelegt hat. Ja, wer vor 100 Jahren Siemens-Aktien gekauft hat, der steht auf jeden Fall besser da als derjenige, der Staatsanleihen gekauft hat und durch mehrere Währungsreformen gegangen ist und mehrfach sein ganzes Geld verloren hat. Es gibt in Deutschland beispielsweise einige Sektoren, gibt es überhaupt nicht im DAX groß, weil die Technologie ist relativ klein. Da gibt es SAP, das ist das einzige Technologieunternehmen im DAX. Und Das liegt aber übrigens nicht am DAX. Der DAX hat ja ganz klare Kriterien, wie er zusammengestellt wird. Da hast du recht. Im Gegensatz zum Dow Jones, wo er ein bisschen Willkür mit dabei ist, wo ein Gremium, eine Jury entscheidet, wer jetzt reinkommt. Aber beim DAX ist es einfach ganz klar nach Marktkapitalisierung, also nach dem Firmenwert sozusagen an der Börse und auch dem Streubesitz, also der Anteil der frei gehandelten Aktien und nach Börsenumsatz. Also das sind so die verschiedenen Kriterien, die mit reinspielen. Trotzdem muss man wissen, was drin ist. Das sind ganz klar kalkulierbare Kriterien. Ja. Und gut, und da kommen halt dann die
Firmen rein, die dann zu den 30 größten gehören. Und das ist ja auch fair, dass die da aufsteigen. Und übrigens, die Technologieaktien, ja, zum Beispiel aus dem Bereich von Rocket Internet, ja, die stehen ja Gewehr bei Fuß. Ja, die sind sozusagen auf dem Sprung in den DAX. Zalando zum Beispiel ist bei der Marktkapitalisierung jetzt schon vor RWE. Zalando, ich habe gestern geschaut, 11,9 Milliarden wert. Ja. RWE nur noch 11,8 Milliarden. Oder United Internet ist auch ein heißer Kandidat für den DAX. Ja, auch eine Technologie-Internet-Firma von Ralf Dommermuth. Mit Marken wie 1&1 und vielen anderen. 10,6 Milliarden wert, Merck nur noch 10,8 Milliarden wert. Also das sind die Verfolger, sind da und in einem Jahr sind und mehrere Rocket-Internet-Firmen, zum Beispiel Delivery Hero ist auch sicherlich noch nicht ganz so weit, aber das sind alles Aspiranten für den DAX und die Technologie ist am Start und ist bereit, sozusagen die alten Flaggschiffe, die Absteiger zum Beispiel, aber, sowas wie RWE oder sowas. Aber in Deutschland, du musst vielleicht auch noch sagen, dass 13% Autos drin sind im DAX. Also man hat da dieses wunderbare Auto-Engagement, was vielleicht nicht jeder machen will. Und diese Internetunternehmen, die du gerade genannt hast, meinst du, die wären zu richtig großen Weltkonzernen? Das wären die nicht. Und die kommen dann in den DAX rein, wenn sie ihren Höchststand haben und dann bremsen sie eher den DAX aus. Wir haben nicht sowas wie Google oder Apple, sondern wir haben so... Naja, Zalando ist immerhin der europäische Marktführer und es gibt auch... Aber glaubst du, da wird ein Amazon draus? Das ist halt die Frage. Und dann kommen sie in den DAX, wenn sie gerade ihren Höchststand haben und dann geht es wieder runter, dann fliegen sie wieder raus. Das ist ein bisschen ProSieben, Sat.1. Die sind auch reingekommen, dann ging es raus. Du hast ja eben gerade gesagt, sind dann rausgeflogen. Also wir werden sehen. Ja, aber wir sollten wetten. Also ich meine, du hast jetzt so ein Loblied auf den DAX gesungen. Jetzt bin ich gespannt, welche Wette du mir anbietest. Also ich habe ja schon eine Wette in unserer ersten Folge, glaube ich, war es gemacht, wo ich mich hinreißen habe lassen zu einem Kursziel beim DAX bei 15.000 Punkten. Da muss man sagen, da stand der DAX auch bei 13.000. Davon sind wir jetzt doch wieder ein gutes Stück entfernt. Ich habe ja gerade gesagt, der DAX hat jetzt im Schnitt der letzten 30 Jahre 8,2% gemacht. Das würde ich ihm auch dieses Jahr mindestens zutrauen. Das ist jetzt angesichts natürlich der politischen Börsen, die wir oft hier schon besprochen haben, durchaus ambitioniert. Und deswegen sage ich nochmal, ein neues Kursziel vom DAX, das jetzt auch eher etwas realistischer ist für dieses Jahr, auch angesichts der Basis, von der wir jetzt starten, dass wir zum Jahresende bei 14.000 Punkten mindestens stehen. Jetzt hast du deine Wette gehebelt. Ich habe diversifiziert. Diversifiziert. Nee, hebeln ist wieder was anderes. Zweimal das Gleiche? Nein. Diversifiziert. Gut, wie denn das Wort diversifiziert? Hebeln würde ich ja, wenn ich den doppelten Einsatz jetzt... Aber hast du ja. Du hast ja einmal den DAX mit 15.000, einmal mit 15.000. Wenn der DAX jetzt gar nicht läuft, hast du zweimal verloren. Aber sei es drum, wenn der Dietmar das als diversifizieren ansieht. Kommen wir zum zweiten Thema. Ich habe ja die Kursziele verändert. Ja? Also das ist die Diversifikation. Die Diversifikation, okay. Also nachkaufen. Also, meine Damen und Herren, Sie kaufen einfach nach und das ist dann Diversifikation. Zum DAX wetten, wenn ich auf den DAX, ja. Also das ist nun mal so. Ja? Wir kommen zum einen Thema, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Es geht um das Thema Netflix. Die Zeit läuft, in der Tat. Netflix. Ja. Netflix ist ja dieses wunderbare neue Medienunternehmen, was das Fernsehen Stück für Stück auffrisst. Und ich habe auch verstanden, wie das funktioniert. Was ich nicht verstanden habe, ist das Geschäftsmodell. Ich erzähle vielleicht kurz, worum es da geht. Kannst du erklären. Ja, 125 Millionen Kunden, die mehr als 2 Stunden am Tag da zubringen. Das Problem ist nur, die werfen mit Geld nur so um sich. 12 bis 13 Milliarden werden alleine dieses Jahr investiert. Und wenn ich mir in Eigenproduktion, muss man dazu sagen. Und wenn ich mir einfach mal anschaue, wie da die kommenden Jahre aussehen sollen, die nächsten Jahre haben die immer Cashflow negativ. Also sie werden immer Geld verbrennen. Und zwar in diesem Jahr 3 Milliarden, im nächsten Jahr 2 Milliarden. Und das geht so weiter. Und das ist das Problem mit dem Geschäftsmodell. Die haben schon übrigens 6,5 Milliarden Schulden. Und da kommen jetzt nochmal diese 3 Milliarden, 2 Milliarden dazu. Und das mag funktionieren in einer Welt des billigen Geldes. Aber wir haben ja von dir, lieber Dietmar, erfahren, dass irgendwann der Ausstieg aus der Billiggeldpolitik kommt. Und das ist dann der Punkt, wo es für Netflix nämlich problematisch wird, dass sie dann nämlich, wenn sie nicht mehr das billige Geld haben, dieses Geschäftsmodell, ich werfe mit Geld nur so um mich und gehe damit auf Kundensuche. Das ist so mein Geschäftsmodell, was für mich nicht nachhaltig ist. Deswegen denke ich, dass Netflix irgendwann, ja. Hast du Netflix Problem zu Hause? Hat. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Nein, ich habe es natürlich nicht zu Hause. Natürlich nicht. Ja? Dann redest du mal wieder der Blinde von der Sonne oder irgendwie der sowas. Blinde, ne? Von der Sonne. Also ehrlich gesagt, ich habe es auch noch nie so lange, aber meine Freundin hat Netflix in die Beziehung eingebracht. Ja? Okay. Und seitdem ist es viel lustiger in unserer Beziehung. Nein, aber... Ich bin gespannt, was du uns erzählst. Nein, der Netflix, also ich habe mich lange dagegen gewehrt, muss ich sagen. Ja? Aber man war ja irgendwann schon mal Außenseiter, wenn man nicht mitreden konnte. Früher hat man ja am Montag über den Tatort geredet. Die Zeiten sind ja lange
vorbei, sondern heute wird über Netflix-Serien, über neue Netflix-Serien geredet. Und wenn du da nicht mitreden kannst, bist du schon irgendwie so außen vor. Ja, das ist das eine. Und das zeigt einfach, Netflix macht absolut süchtig. Ja, Netflix ist ein Talk of the Town. Ja, und alle sprechen darüber. Und wer dann mal dabei ist, der wird süchtig, weil Netflix ist zum einen halt schafft, sehr, sehr viel eigenen Content zu produzieren. 50% sind bei Netflix Originale sozusagen, exklusive Netflix-Serien oder Filme, die es nur bei Netflix gibt, ja. Und die haben, glaube ich, 2000 verschiedene Nutzergeschmäcker identifiziert, für die sie dann gezielt dann eben verschiedene Inhalte produzieren. Das heißt, die Inhalte sind viel spezieller, als man sie in einem sozusagen Fernsehen überhaupt anbieten kann. Da muss man ja immer irgendwo den Durchschnitt des Massengeschmacks treffen, um so viel wie möglich zu erreichen. Bei Netflix kannst du halt gezielt auf einzelne Geschmäcker produzieren und das macht dann eben die Leute süchtig und das sorgt eben dafür, dass auch über diese Inhalte dann sehr viel kommuniziert wird in den sozialen Medien und so weiter und so fort. Gut, kommunizieren alleine macht auch keinen Gewinn. Nein, aber das ist jetzt Werbung. Das ist die kostenlose Werbung. Wie viel wird zu zahlen dafür? Und so, das ist die Grundfrage. Wie viel, du bist jetzt süchtig geworden, das habe ich verstanden. Du hast, jetzt weiß ich nicht, ob nach der Freundin oder nach Netflix, vielleicht nach beiden. Und jetzt ist die Frage, wie viel wird zu zahlen für Netflix? Das ist im Monat. Also, und das ist die Grundfrage, die man stellen muss. Die Grundfrage ist, diese wurde zum Beispiel in einer Umfrage gestellt und da haben 80% der Nutzer gesagt, dass sie auch bereit wären, mehr zu bezahlen. Also, das wäre ein Hebel für Netflix, um mehr Geld zu verdienen. Das ist der einzige Hebel. Nein, das ist nicht der einzige. Welchen hast du noch? Sie haben ja gerade mal 125 Millionen Haushalte weltweit. Ja, da ist noch sehr viel Potenzial im Vergleich zur Weltbevölkerung. Sie sind gerade dabei, sozusagen Disruptor zu sein eines Marktes, sozusagen die klassischen Medien abzulösen. Sie haben in Amerika ist schon geschafft, dass es mehr Netflix-Abos gibt als Kabelhaushalte. Da sind sie ja, das war der Heimatmarkt, da sind sie Vorreiter. In anderen Märkten sind sie dann noch weit hinten, das muss man ganz klar sagen. Und da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Und im Prinzip machen sie Sender wie ProSieben zum Beispiel, der bisher auf US-Serien und US-Filme vor allem gesetzt hat, mehr oder weniger überflüssig. Weil das kriegst du einfach bei Netflix für 10 Euro im Monat sozusagen unbegrenzt, kostenlos, genau auf deinen Geschmack. Da muss ich nicht bis 23 Uhr warten, bis ich irgendeine Serie sehe. Aber die werden sich Und das Modell Netflix hat ja auch angeführt, dass man eben Serien dann am Stück sich angucken kann, wenn die rauskommen, nicht mehr irgendwie immer jede Woche nur eine Folge angucken muss. All das sind Innovationen, mit denen Netflix einfach groß geworden ist und mit denen Netflix dann seine Zuschauer, seine Abonnenten aber süchtig macht. Und die Konkurrenz steigt, lieber Dietmar. Und es gibt ja viele, viele und die anderen Medienunternehmen, von denen du eins jetzt als überflüssig siehst, das sehe ich nicht so, die werden natürlich auch versuchen, in dieses Feld einzusteigen. Und die haben den Vorteil, dass sie noch aus anderen Quellen Geld haben und dass sie nicht wie Netflix einfach von der grünen Wiese ausgestattet sind und keine anderen Einnahmen haben, sondern ganz viel Schulden machen müssen, was wirklich nur funktioniert, wenn du billiges Geld hast. Und die anderen, wie du hast ja gesehen, beispielsweise Übernahmen, AT&T, Comcast, Apple, Amazon, alle gehen in dieses Gebiet Streaming rein und die werden Netflix nicht einfach sagen, so, ach, die Welt hat 7 Milliarden Menschen und die werden die alle kriegen. Die fangen jetzt auch an, dagegen anzugehen und ich könnte mir vorstellen, das wird für Netflix nicht so einfach. Und die Grundfrage, die sich für mich stellt, wie viel sind die Leute bereit auszugeben? Wenn du natürlich sagst, die Kabelgebühren in Amerika sind ungefähr zwischen 80 und 100 Dollar, so viel geben die auch für Netflix aus, dann mag das Geschäftsmodell funktionieren. Derzeit nehmen sie, glaube ich, 11,99 oder 12,99, irgendwie sowas. Ein absoluter Spottpreis. Und sie haben zum Beispiel auch ein Abo-Modell, das es dir können. Leicht macht. Das sind eben nicht so diese Fessel-Abos, ja, wo du nicht mehr rauskommst, sondern du kannst immer wieder ganz kurzfristig das Abo kündigen. Und das sind alles so Vorteile, die es dir einfach leicht machen, zu Netflix mal zu gehen, reinzuschnuppern und dann eben süchtig zu werden und dort zu bleiben. Und natürlich werden die nie 80 Dollar verlangen und das wäre ja auch ein Eigentor. Aber mal ein paar Dollar mehr macht natürlich gleich enorm viel aus in der Marge. Aber wichtig ist erstmal, dass sie sozusagen weltweit wachsen und mehr Haushalte bekommen. Und das ist das Entscheidende und das wird ihnen gelingen. Und das sehen übrigens viele Analysten so. Die Netflix-Aktie ist natürlich, also da muss ich ehrlich sagen, mir persönlich wäre sie auch ich würde sie mir jetzt auf dem Niveau nicht kaufen. Ist die beste Aktie im ersten Halbjahr dieses Jahres, die zweitbeste Aktie im S&P 500, also in den 500 größten Unternehmen in den USA, mit einer Performance von 118% hat die Netflix-Aktie gemacht. Die ist jetzt bei 400 Dollar. Das ist ein Börsenwert von knapp 200 Milliarden Dollar. Das ist mehr wert als Disney, der wirklich ein absoluter Riese ist. Ja. Aber es ist auch getrieben davon, dass auch Netflix übrigens, also du hast ja gerade von den Übernahmen in der Branche gesprochen, über ein Übernahmekandidat ist, wird immer
immer wieder gemunkelt, Apple könnte möglicherweise Interesse an Netflix haben und dann somit sein Apple TV auf einen Schlag dann richtig groß machen. Wäre möglicherweise eine Idee. Ich glaube aber ehrlich, eher nicht so da dran. Wir müssen wetten. Wir haben jetzt die ist ungefähr bei 400 Kurs Dollar. Übrigens, Goldman sagt 490 Dollar. Ein anderer Analyst, der sagt 500 Dollar. Hat Dietmar uns nicht am Anfang des Podcasts erzählt, also wer jetzt bis jetzt durchgehalten hat, nach 37 Minuten, hat Dietmar uns nicht am Anfang gesagt, dass Analysten nicht so zu glauben ist. Ja. Und jetzt sagt er, Ich wollte es erwähnen, der Vollständigkeit halber. Goldman hat der Vollversagt bei WM-Tipp, aber bei Netflix, wenn es um seine Wetten geht, dann ist Goldman der große Held. Gut, ja, man muss die Information mit einfließen lassen. 400 Dollar, ich sage einfach, sie wird am Jahresende unter 400 Dollar unter dem jetzigen Kurs stehen. Du sagst drüber und dann haben wir die Wette ganz gefixt. Ganz prima, so machen wir das. Ja. Und wie gesagt, auch ich würde sie nicht kaufen bei dem Preis, aber... Ich wette trotzdem und ich glaube an das Geschäftsmodell und sie haben einfach Alleinstellungsmerkmale, weil sie zum Beispiel ihre Nutzer so gut kennen wie kein anderes Unternehmen. Sie haben sehr schlaue Algorithmen, die sie da machen und das Nutzerverhalten sehr gut tracken und damit Know-how haben. Das ist genauso wie bei Amazon, die wussten auch immer genau, was ihre Kunden wollen. Gar nicht wieder auf, wir kommen gleich auf die 40 Minuten, die war. Also wirklich, es ist man wunderbar. Man kann sich ja auch immer ausblenden, wenn man jetzt im Auto zur Arbeit angekommen ist. Das haben sie ja viele gewünscht, dass wir länger machen sollen. Dann haben wir es heute. Den Wunsch haben wir heute erfüllt. Wunderbar. Das war jetzt die XL-Version. Ja. Das war heute die XL-Version. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen zu sagen, gucken Sie, dass Sie uns abonnieren, dass Sie uns weiterempfehlen, 5 Sterne geben. Ja, das wie bei Netflix. Ja. Sprechen Sie darüber. Ja. Und vielleicht macht das ja auch süchtig. Da wollen wir offen. Ja. Und der ein oder andere berichtet davon. Ja, ja und, wir sollen mal über Bücher berichten. Das machen wir Das sollten wir auch mal tun. Ja. Und wir haben auch noch eine Feedback-Mail-Adresse. Daraus haben wir heute nicht vorgelesen, aber wir gucken uns das Ganze natürlich immer an. Das ist wirtschaftspodcast@welt.de. Da kann man uns schreiben, ob Analysten jetzt toll sind oder nicht so toll sind, ob Dietmar das ist, aber jetzt vielleicht, ja, Gott. Die Chapitz-Dämmerung oder sowas. Ja. Alles das, was ihr mal loswerden wollt. Genau. Ansonsten sagen wir Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär. Defner und Chapitz.